Ja, ich grüße mal wieder alle, die sich hierhin verlaufen haben und wollte heute mal wieder ein neues Video-Tutorial erstellen. Anlass dazu ist, dass ich jetzt weit über 100 Abonnenten habe und ich denke mir, dann kann man auch nochmals ein neues Tutorial hier reinstellen. Ich will mich nicht lange aufhalten, ich starte direkt mal Photoshop. So sieht es aus. Was wollen wir heute machen? Heute möchte ich den sogenannten Dragan-Effekt letztendlich euch näher bringen. Ja, man kann da herrlich Bilder mit verfremden, die akzentuieren, sprich Gesichter sehr stark hervorheben in ihrer Struktur und so weiter und so fort. Aber ihr werdet jetzt gleich sehen, wie es geht. Es sind da mehrere Dinge, die man da letztendlich beachten muss. Allerdings auch kein Problem. Ich werde es relativ langsam machen. Für denjenigen, der also nicht so geübt ist, der kann es dann auch sehr leicht nachvollziehen. Also, ich mache mal ein Bild auf. In dem Sinne habe ich hier ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht genommen. Der ist der E-Pop, den kennt vielleicht den einen oder anderen. Der macht Mucke, sehr extravagant das Ganze. Aber egal, ich habe dieses Foto mal stellvertretend für andere genommen. Ich drücke mal STRG und 0, damit komme ich auf Fenstergröße, so dass wir auch genügend Fläche haben. So, was mache ich jetzt? Den Hintergrund, den werde ich jetzt einmal kopieren, indem ich STRGJ drücke. So, und auf diesem Hintergrund werden wir jetzt verschiedene Einstellungen einnehmen. Und zwar hier unten über das vierte Symbol von links. Hier unten, hier seht ihr das. Das sind sogenannte Einstellungsebenen. Da klicke ich mal mit der linken Maustaste drauf. Da geht dieses Menü auf und dann nehmen wir zunächst einmal die Tonwertkorrektur. Voilà, die macht sich dann auch auf. Die sieht dann so aus. Und die ganzen Dinge, die wir jetzt aufmachen, dienen einfach nur zum Schärfen der Bilder. Ja, so dass wir da mehr Kontur, mehr Fläche reinkriegen, so dass der nachher sehr stark überzeichnet ist. Und dafür muss ich hier mit der Tonwertkorrektur so ein bisschen arbeiten. Etwas schwarz weg, etwas mehr weiß, sodass wir also mehr Korrektur bekommen. Ja, das könnt ihr hier sicherlich sehen. Hier bin ich ja total falsch. Was mache ich denn hier? Hier kann man es sehr schön sehen. Seht ihr das? Hier, da können wir etwas weniger nehmen, da etwas mehr. So in etwa komme ich der Sache schon nahe. Jawohl, das kann ich dann wegnehmen. Dann nehme ich die nächste Einstellungsebene. Und zwar Farbton und Sättigung. Und die meisten Bilder, die hier in diesem Dragan-Effekt, die zeichnen sich so aus, dass da eigentlich sind es nur zwei Farben. Ja, so ungefähr so um den Dreh rum. Da müsste es richtig sein. So gefällt es mir eigentlich. Ja. So gefällt es mir eigentlich am besten. Den kann ich dann auch wegklicken. Dann machen wir noch eine Einstellungsebene auf. Und zwar die Gravitationskurven. Das ist dieser Button. Und hier machen wir so einen S-Schlag. So nennt er sich. Müsst ihr ein bisschen mit arbeiten. Es ist ja letztendlich so, jedes Bild ist so ein bisschen anders. Aber so kann ich es lassen, so finde ich es gut. Kann ich den auch wegklicken, benötige ich jetzt zunächst einmal nicht mehr. Das wären jetzt mal diese Einstellungen, die wir dazu benötigen. Dann markiere ich wieder die Ebene 1, gehe ich hier oben auf Filter und klicke hier für Smart Filter konvertieren an. Das bestätige ich mit OK. Das mache ich deshalb,
damit diese Anwendung, die ich jetzt gleich hier ausführe, dass ich die noch eventuell korrigieren kann. Wie eben diese Ebenen auch, wenn ihr dieses Symbol hier anklickt oder diese Symbole, könnt ihr da immer noch Korrekturen vornehmen. Ja, jetzt gehe ich nochmal auf Filter. Jetzt gehe ich weiter auf sonstige Filter und nehme hier den Hochpassfilter. Und da seht ihr schon, was der Hochpassfilter bewirkt. Er zeichnet die Konturen nach. Ja, grob gesagt. Da müssen wir mal ein bisschen mit spielen. Ich habe es hier eben schon mal vorgemacht oder mir zurechtgelegt, damit ich nicht so lange suchen muss. Also hier 4 Pixel war das Richtige. Bestätige das einfach mit OK. Aber wie gesagt, das kann man nachher immer noch verändern. Ja, mit OK. Dann gehe ich hier oben auf diesen Button, wo hier jetzt zunächst einmal normal steht. Den klappe ich hier mit linker Maustaste auf. Und gehe dann auf ineinander kopieren. Und da seht ihr schon den Effekt, den ihr habt. Ja. Also die Konturen vom Gesicht, die sind also ja weitgehend sichtbar. Ja, ihr könnt auch mal man kann das hier mal wegklicken, dann könnt ihr mal sehen, wie das aussieht, wenn sie nicht gegeben sind. Hier der Hochpass. Ja, könnt ihr euch mal durchklicken und könnt dann sehen, wie die Effekte sind oder wenn ihr noch etwas bearbeiten wollt. So, im Prinzip bin ich jetzt mit meinen Einstellungen eigentlich durch. Allerdings gefällt mir das gesagte Resultat noch nicht so, weil mir ist der eigentlich noch ein bisschen zu hell. Ja, darum gehe ich hier auf unseren Hintergrund. Ja, und nehme das Werkzeug hier, wo ich jetzt noch den Abwedler habe, rechter Mausklick drauf und den Nachbelichter. Und mit dem Nachbelichter ich mache das mal hier zurück. Achtet drauf, dass ihr hier oben diese Einstellung nimmt, die ich hier oben vorgenommen habe, hier oben in dem Bereich. Da liegt er im Großen immer mit richtig. Wie gesagt, das solltet ihr dann noch einstellen. Die Größe, die übernehmen wir mal ein bisschen größer. Okay. Ach, da geht es ja gar nicht. Ich muss ja hier machen. Dann machen wir mal die Raute-Taste. Da können wir den Pinsel mit größer machen. Jetzt gehe ich mal hier lang und mache das mal ein bisschen dunkler. Und da seht ihr schon, dass da noch mehr Kontur rauskommt. Ja? Okay, jetzt gehe ich hier wiederum drauf, auf den Nachbelichter und nehme das Abwedlerwerkzeug. Und mit diesem Abwedler nehme ich jetzt mal die Stellen raus, die ich noch nach vorne holen möchte. Wie zum Beispiel diese hellen Stellen, hier diese Augen, seht ihr das? Ja, kann man auch gerne sehen, wenn man den ein bisschen größer macht, seht ihr? Kann ich die mit nachbelichten. Also speziell das Auge möchte ich damit machen, eventuell auch den Mund. Ja, es kommt mir also gut zu Pass, so ist es eigentlich schon korrekt. Mehr braucht es eigentlich nicht. Gehen wir zurück. Hier diese einzelnen Strähnen, die will ich auch noch so ein bisschen bearbeiten. Ihr seht das hier, noch mal auf Fenstergröße. Es kommt nachher sehr gut, so finde ich. Ja. Okay. Wie stark muss natürlich, das ist individuell, ja, jeder sieht das Bild ja auch ein bisschen anders, da müsst ihr ja eure eigene Fantasie so ein bisschen, ja, wie sagt man, walten lassen. Ja, so finde ich das eigentlich schon korrekt. Ja, so kann man es lassen. Dann gehe ich auf wieder hier auf diese linke Seite und mache das Scharfzeichnungswerkzeug an. Und hiermit kann ich jetzt nochmals die bestimmte Stellen bearbeiten, die dann, ich mache das Auge noch mal ein bisschen größer, das könnt ihr jetzt gleich schön sehen, ja, auch die Wimpern, alles noch so mal ein bisschen scharf zeichnen, damit das noch stärker rauskommt, das Ganze. Wie gesagt, hier oben diese Einstellung, die solltet ihr übernehmen. Ja, lasst euch Zeit, dafür haben wir ja hier das Video.
Hier den Bart auch nochmal. Jetzt sieht man das noch nicht mal so krass, weil wenn wir das aber nachher, wie soll ich sagen, mal dagegen halten, da werdet ihr sehen, wie enorm die Verwandlung ist. Ja, dieses Haar hier auch noch, will ich auch noch mal. Wichtig, kommt sehr gut raus hier. Ja, gefällt mir. Wie gesagt, geht da, wie sagt man so schön, sorgfältig zu Rande, weil je mehr Zeit ihr euch lasst, desto effektiver wird nachher das Ergebnis. Ja, das ist einfach so. Ja, so kann man es lassen. So kann man es lassen. Hier möchte ich nochmal in Farbton und Sättigung rein. Da mache ich dann Doppelklick drauf. Vielleicht ist das ein bisschen, ja. So ist es mir lieber. Kann ich wieder wegklicken. Ja, so ist es eigentlich meiner Meinung nach, naja, perfekt ist anders, aber hier geht es ja grundsätzlich nur darum, ja, den Unterschied mal zu erfahren. Ich setze das Ding mal daneben. Ich hole mir jetzt noch ein anderes Dokument, öffnen, Desktop, dann nehmen wir mal das alte nochmal dazu. Ja, da seht ihr, so hat es vorher ausgesehen. Und jetzt mache ich mal die zwei Fensteransicht anordnen hier. Zwei nebeneinander und da könnt ihr mal den Effekt sehen. So soll es danach aussehen. Und das ist das, was ihr mit diesem Dragan-Effekt letztendlich erzielen könnt. Ich finde das für viele Bilder sehr interessant. Ich finde, jetzt hat es sogar mehr als eben vorher. Aber gut, das muss dann jeder für sich selber entscheiden, was er da toll findet. Das ziehe ich mal wieder hier rein. Ja gut, jetzt bleibt ja nur noch das ganze Ding abzuspeichern und gut ist. Also ich brauche es nicht. Darum klicke ich es weg. Brauche ich nicht zu speichern. Jo, das wäre es im Großen und Ganzen gewesen. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen. Er kann es anwenden. Würde mich freuen. Kommentar oder was auch immer. Das wär's gewesen. Bis dann. Tschüss.